Also meine schulischen Leistungen waren nicht so perfekt, aber dafür habe ich andere Begabungen, zum Beispiel Kunstmalen. Ja, ich bin Patricia ich gehe ganz gerne zum Blaumeier, weil mir das so gut gefällt. Ein bisschen mit den Farben rumexperimentieren. Und ich habe eigentlich auch mein Können hier bei Blaumeier entdeckt. Viele Künstler und jeder malt so, wie jeder malt und jeder hat seinen eigenen Stil und das finde ich gerade das Interessante daran, dass jeder anders malt. Dicke Rastes. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich da so ein Händchen zu habe. So abstrakte Kunstbilder zu malen. Ich kann auch gar nicht so alles so gerade und so malen. Ich male mehr so, ja, so verspielerisch. Bei meinen Bildern muss man immer so ein bisschen suchen. Da ist was im Buch, da ist was im Buch. Und überall dann irgendwie was Verrücktes, Witziges noch dazu gemalt. Und da kommen dann halt meine Bilder raus. Meine ersten Bilder waren nicht so gut, aber das war auch der Anfang und ich wollte noch so ein bisschen experimentieren, ein bisschen mit den Farben, welche Farben ich am besten kann und am besten kann ich mit Pastell kreiden. Also meine Bilder ist mehr so für Kinder eigentlich, mehr so für Kinder, weil das ist so schön bunt und bei meinen Bildern muss man immer ein bisschen suchen, das ist oft so. So lange, bis es drin ist. Im Rahmen. Es gibt bald eine Ausstellung in Wildeshausen. Und da sind auch unter meine Bilder auch dabei. Wenn man genauer guckt, sieht man hier auch noch Leute, das sind aber mehr oder weniger Geister. Hast du den Angler gemalt? Da, wo ist der Angler denn? Der hat nur sein Weinglas vergessen. Genau. Und die toten Fische. Ja. Also, als meine Mama meine Bilder gesehen hat, bei meiner allerersten Ausstellung, da hat meine Mutter gemeint, ich würde wie Picasso malen. Und da war einer, der hat sofort mal ein Bild gekauft. Und das fand er so toll und das hat er sofort mitgenommen. Patricia, wie ist Ihnen im ersten Raum begegnet, bei den farbenfreudigen Bildern, die da vorne sind? Aber ich wurde falsch geschrieben, wollte ich noch dazu sagen. Ja. Patricia Oppels. Mein Charakter, ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, verspielt. Sehr verspielt. Besonders beim Kunstmalen verspielt. Sehen Sie das? Ja, da oben. Ja, da, ne? So in diesem Bogen drin. Ja. Ja, da ist auch noch ein Gesicht da oben. Ja. Da sind zwei Augen, die Nase und der Mund. Ja. Genau. Ja, sehen Sie da oben die beiden Augen? Ja, da sieht ja, also das geht ja ineinander, die verwoben, sind ja ineinander verwoben. Und das ist ja eine, das, was immer das auch ist, es hat sogar so eine Wie Art. Drachen. Ja, die schon allein, die Sorgfalt, die muss man dann wohl sicherlich. Haben Sie gesehen, haben, dass gerade ein Bild von Ihnen verkauft wurde? Echt? Ja. Welches? Das da rechts. Ja, guck's mal bitte. Ja, also es hat noch nie jemand von mir ein Bild gekauft und das war das erste Mal.
Und das war ein richtig schönes Gefühl. So ein Erfolgserlebnis für mich. Schön, ehrlich, ja. Welches? Für sein Büro. Nee. Komm, ich zeig dir welches. Oh, ja, das ist das, ja, was ich schön finde. Also ich finde das schön. Ich bin da stolz drauf, wenn andere meine Bilder angucken. Das bedeutet mir ganz viel, weil meins ist das Einzige, was ich habe. Und ich male total gerne. Das macht richtig Spaß.